Kannst du gerade mein Abholtmesser reparieren? Ja. Es liegt gerade drinnen und dein Fleischermesser ist schon ganz toll. Sehr gut. So. Dankeschön. Ich habe auch hinten jetzt Dings gemacht. Wie heißen die Dinger? Erstmal habe ich Reparaturwerkzeug mitgenommen. Ah, das ist wichtig. Genau, ich würde halt Aloe nochmal... Aloe-Tränke? Haben wir noch Aloe-Tränke? Ja, haben wir hier noch. Okay. Habe ich auch noch. Und, oh, Bienenköniginnen und Bienen. Können wir auch nochmal... Ich nehme mal alle mit. Honig produzieren. Ich nehme das mit. Okay. Das haben wir dann auch. Stimmt, Honig ist auch ganz nett. Also wir haben ja eh nichts zu essen hier. Das ist gerade schon ein bisschen heavy. Okay, ich könnte uns zaubern. Von mir aus, ich bin eigentlich bereit, ja. Wenn du alles da hast, dann 3, 2, 1 und halt dich fest. So, zaubern wir uns zu unserem Lager. Sehr gut, ich hoffe, wir kommen gut an. Jawollo! Ich bin noch... Ah, okay. Sehr gut. Ich muss was trinken als allererstes. Aha. Ich habe mich nicht vorbereitet. Ah, weißt, you had one drop. Ja, ist echt so. I feel so. Jetzt brauchen wir... Was brauchen wir? Eisfeuer, gell? Ja. Bist du schon vorgerannt? Nee. Du bist hinter mir. Ich schau nur, wo das ist. Nicht, ganz im Norden. Die komplette Karte... Wir müssen ins Eis. Oh, oh nein. Wir brauchen Winterrüstung. Aus Fell. Weil es kalt wird. Das ist schlecht. Wir haben Felle. Ich port uns mal kurz zurück und mache uns welche. Okay. Ach so, ja. Ich kann dir nämlich sagen, welche Kleidung wir da brauchen. Ja, welche? Ja, muss ich gucken, aber vorhin gab es ja die mit Kälteresistenz. Mhm. Ja, ist kein gelber Schnee, ja, ich weiß. Fällt's wieder. I know. Vorhin hat es so schon funktioniert und jetzt geht's wieder nicht. Los. Oh, Schuss. So, wir brauchen welche, die gegen Kälte resistent ist, gell? Genau. Da gibt's diese Felle, die habe ich schon gesehen. So, ich brauche eine... Leichte. Genau, und ich brauche eine schwere. Oh. Die legendären Rüstungen können wir noch gar nicht bauen, oder? Mm-mm. Deswegen brauchen wir dieses Metalleis. Dieses dunkle Eis. Okay. Oh, wir sind auf der Basis. Ich nicht, ich flieg wieder runter. So. Wann kommt der Meteor? Hitzeresistenz brauchen wir nicht. Wir brauchen. Nee. Kälteresistenz. Schau mal, ob ich Kälteresistenz und Accuracy krieg. Ob das irgendwo gibt's. So. Es gibt nur. Also, das Chemietenzeug habe ich, das hat halt Hitzeresistenz. Genau. Schade. Ja. Das da. Oh nein, wo ist denn unser verstärktes Leder, wenn wir es mal brauchen? Ah, du stehst da oben. Schön stehst du da oben. Ich sehe grad. Ja. Ich kann ja auch eigentlich eine mittlere Rüstung nehmen. Könntest du auch, ja. Ich meine, ich brauche ja nur die. Ich dachte ja, die
Präzision kommt von der leichten Rüstung, aber die gibt's ja auch bei mittlerer Rüstung. Ja. Schau ich mal, ob es mittlere Rüstung mit Kälteresistenz und Präzision gibt. Also ich schau mal, ob es überhaupt Kälteresistenz und Präzision gibt. Also ich mache mir die schwere Rüstung schon mal. Ja. Schau mal. Weil ich brauche halt diese Präzision, damit ich auf die 50 komme. Mhm. Ach, die Pfeile. Bevor wir gehen, wollte ich noch die Pfeile herstellen. Ach, guck mal. Schon wieder was vergessen, ja. Was wir alles machen wollten, bevor wir los wollten. Ich glaube, Kälteresistenz und Präzision geht nicht. Okay. Doch. Kannst du die Hyrkanien... Schwer ist die. Hyrkania? Ja. Für dich? Hyrkania, ist es möglich? Also für dich dann? Ja. Hyrkania Raider heißt die. Okay, die willst du haben, ja? Ja. Dann muss ich ja zweimal schwer machen, okay. Ja, also wenn das möglich ist. Ja, genau. Aber ausweichen ist dann nicht mehr so, ne? Ja, mei. Ist halt dann so. Okay. Ah, Pfeile. Ich brauch noch Pfeile. Ja. Wo kann ich die nochmal machen? Hier. Nee, nicht Eisenkopf. Rasiermesserpfeil, genau. Das ist, glaube ich, der neue Oberpfeil, den ich brauche. Da brauche ich Stahlbarren, Feder und Äste. Federn liegen drin, Äste liegen drin, Stahlbarren brauche ich. Oh, ich brauche die Elefantenhaut da. Okay. Okay, ich nehme hier einfach mal Stahlbarren raus, alle. Jojo. Und dann baller ich mal Pfeile rein ohne Ende. So, das. Irgendwas fehlt mir noch da. Okay, also ich habe schon meine Nordheimer Rüstung. Aber deine wird jetzt auch gerade gemacht, oder? Hm? Ja. Achso, Stahlbarren muss ich reinlegen noch. Okay, also ich ja, muss gleich, unsere. Gleich. Ich muss unsere Rüstung eh erstmal verbessern. Ach, Äste brauche ich, meine Güte. Ja, was denn noch alles, ne? Äste, wir haben doch irgendwo mega viele Äste gehabt, wo waren denn das? Hinten in der Truhe. Oh Gott, in welcher Truhe? In der ersten, glaube ich. Oh mein Gott, wie viel Zeug da einfach drin ist. Ach du, das bisschen. Die Knochen könnten wir gleich zermahlen, das mache ich mal. Da sind Äste, sehr gut. Ja, stimmt. So. Knochen bringe ich gleich raus zum Zermahlen. Die haben wir zwar noch nie, ich glaube, dieses Knochenmehl haben wir gefühlt noch nie gebraucht. Oh doch, schon ein bisschen für die Pflanzen, aber jetzt irgendwie mit den Pflanzen ist auch irgendwie so YOLO. Ja. Ja. Ernten wir halt auch nie ab, irgendwie. Eben. Gefühlt. So, Rasiermesserpfeil, wo ist er? Deine Rüstung ist durch, du kannst sie gerne schon rausnehmen. Ja. Okay, jetzt kommen nur noch meine Sachen. Stellst du gerade trockenes Holz her? Nee, du stellst geformtes Holz. Nee, was hast du? Isoliertes Holz. War das? Aus trockenem Holz, oder? Ja, du kannst einfach dann isoliertes Holz reinhauen. Wir brauchen wahrscheinlich das ganze Zeug nicht, aber ja, mal. Wenn es da schon rumliegt. Ich muss nur mal. Wo war denn das jetzt? Ach so. Geformtes Holz kann ich nur machen. Du musst es dann nochmal starten. Ja, das mit dem isolierten Holz. Aber erstmal werden jetzt Pfeile durchgeballert. Ja, kannst du deine 2600. Rüstung rausnehmen? Ja, hast du sie direkt verbessert? Ja, ja, cool. Die ist schon fertig. Okay. So, das kommt. Ich glaube, wir sollten dann mal oben vor unsere Betten irgendwie Truhen stellen, wo wir dann so Personal-Zeug reintun können. Ja, das können wir gerne machen. Wenn du das machst, du bist ja der Truhenbauer. Ja. Da reichen dann, glaube ich, zwei große Truhen. Geformtes ja. Holz, Eisenverstärkungen, alles klar. Okay. Eisenverstärkungen. Auch durch. Oh, die gibt mir gut Rüstung. Okay. Also, sag mal deine Rüstung, wo bist du denn? Ach, da. Gleich. Oh, deine Rüstung sieht wirklich nice aus. Ja. Ich sehe so halb nackt aus. Ich weiß halt nicht. So eine schwere Rüstung und ich kämpfe halt mit so kleinen Pupsdolchen. Ja. Ich frage mich, wie meine Rüstung eigentlich vor
Ja, Hitze, vor Kälteschutz. Ich meine, ich laufe noch halbnackt rum. Oh. Die schützt aber vor Kälte, oder wie? Hast du da nachgeschaut? Ja. Ja, ja. Okay. Also meine schützt 100% vor Kälte, so wie das aussieht. Ja. Du wirst wahrscheinlich hier noch an Überhitzung sterben, sehe ich schon. Gefühlt, ja. Ich guck gerade mal bei mir. Am Ende ist es... Nee, aber das ist eine Nordheimer Rüstung, die ich darauf ausgelegt. Doch, doch. Ja, red's dir ruhig ein. Ich bin halt der Sunny Boy des Nordens. So, weißt du? So, ich place jetzt mal zwei Truhen bei unseren Betten. Mhm. Ich weiß aber nicht mehr, welches meins war. Das ist... Kannst dich auch in meins legen. Das möchte ich nicht. Oh, schade. Aber ich glaube, deins steht einfach so random in der Mitte, oder? Kann das sein? Oder ja, so weiter das? Weg, ja. Nee, meins ist das, glaube ich, rechts in der Mitte. Ja, meins ist mehr in die Mitte geschoben, weil ich ja die ganze Zeit in der Wand rumgebackt bin. Ja, okay. Weil da tue ich jetzt halt mal die ganzen Rüstungen rein, die du schon für mich gemacht hast, die schon verstärkt sind. Perfekt. Dann habe ich die nämlich auch mal wieder zum Wechseln. Okay. Jetzt hole ich mir noch die Pfeile von unten. Ich hoffe, die sind durch. Naja, noch nicht. Ich mache ja 2700 Pfeile gerade. Ach so, ja, okay. Übertreib's ja auch nicht. Nein. Ich nehme 200 Pfeile habe ich jetzt mitgenommen. Ich gehe baden währenddessen. Kannst du mir besser. Ach so, Sklaven werden wir da nicht halten. Dann bringe ich das Sklavenzeug auch gleich mal weg. Jo. In die Truhe und dann... Die Sandsturm-Atemmaske nehme ich mal mit zur Sicherheit. Ja, die habe ich auch dabei, ja. Oh. So. Jetzt will ich mal schauen, wie viel Fernkampfschaden ich jetzt habe. Ach, könnte man eigentlich... Achso, Pfeile kann man wahrscheinlich nicht verbessern. Talente. Nee, Werte. Oh, jetzt mache ich 77 Fernkampfschaden. Böse. Und wenn ich dann noch einen Headshot gebe, dann mache ich nochmal 50% mehr. Ja, du hast auch gut Pfeile jetzt zum Glück. Ja, also von mir aus kannst du losreisen. Willst du nicht den Rest der Pfeile noch mitnehmen? Nee, ich bin jetzt schon bei 45% Gewicht, weil ich 200 Pfeile dabei habe. Ja gut, aber ich kann eh alles tragen. Ich kann, wenn du willst, auch deine Pfeile mitnehmen. Nee, dann nehme ich sie selber mit. Also, ich bin da entspannt. Okay. So, dann habe ich jetzt 800 Pfeile dabei. Also, ich glaube, das müsste reichen. Ich hoffe mal. Okay. Kann ich porten? Ja. Ach so, die Rüstung ist natürlich jetzt auch deutlich schwerer. Deswegen bin ich so... Oh. Ah, du bist zum Glück neben mir aufgeploppt. Oh, sehr gut. Okay. Na dann. Wir sollten uns recht zügig in den Norden begeben. Weil heiß. Ja. Oh ja, es ist echt warm. Mhm. Oh, da vorne ist ein Rhino. Aber lassen wir aus, oder? Ah. Ja. Es sei denn, du willst austesten, wie gut. Ja, das wollte ich gerade sagen. Aber lass mich erstmal mit einem Headshot austesten. Jo. Ah, oh, Mist. Egal, kannst trotzdem draufballern. Der bockt sich nicht um mich. Dann komm her, Schätze. Ah ja, okay, gut. Ja. Du machst viel mehr Schaden. Ja. Jetzt kann ich den einfach schön hinhalten und du feuerst. Tschüss. Ja, du plünderst ihn. Ah, bei ja. Bei dir lag er da, echt? Ja, Moment. Bei mir liegt der hier, wo ich jetzt stehe. Moment. Der liegt jetzt hier hinten. Seltsam. Okay. Alter, ich habe 24 von diesem Fleisch jetzt bekommen mit dem Fleischermesser. Geil. Okay. Ich habe das Gefühl, wir werden keinen Hunger mehr leiden. Ach, warte mal, ich habe da sowas im Gefühl. Laufen wir überhaupt richtig? Ja, wir laufen richtig. Ja, wir müssen hier lang. Hier liegt überall Metall, aber das wollen wir ja alles nicht. Nee, lass mal für... Wäre cool, wenn wir dann auch irgendwann mal kämpfen könnten, deswegen... Ja. Heb dir mal ein bisschen was von deinem... Also, mal ganz ehrlich, Eisen und so mit Eisen. Ja.
Da gehen wir in unser Zweitlager und dann ballern wir da Eisen raus ohne Ende. Ist echt so. Ah, wir müssen hier irgendwie hoch. Also auf jeden Fall geht's Richtung Berg hoch. Das ist schön. Ja. Oh, ah, diese Landschaft, ich liebe sie jetzt schon. Oh ja, da bin ich auch ein Riesenfan davon. Oh ja. Jetzt sieht das aus wie Skyrim. Ja. Auch und mit hier, deiner Rüstung. Deine ist es auch so eine Skyrim-Rüstung, die du trägst, gefühlt. Stimmt, ne? Ja. Okay. Ja, ich bin unten. Okay, hier sollten wir auch auf Wildschweine treffen. Hm. Soweit ich weiß. Warte mal, ich guck gerade mal. Okay, rechts ist der Fluss. Wir gehen aber die ganze Zeit nach oben. Einfach Richtung Norden. Hoppala. Ah, warte mal, was ich noch kurz schauen wollte. Mhm. Ich guck gerade schon mal ums Eck. Boah, ich habe 495 Rüstung jetzt. Vorher hatte ich 68. Ja, jetzt läuft's. Ich habe irgendwas bekommen. Ich habe eine graublütige Lupine bekommen. Okay. Oh, ein Elch. Ein Elch. Den versuche ich jetzt zu erlegen. Oh, das ist ein Chef-Elch. Oh. Ist der Chef-Elch stark? Ich habe ihm schon ein Viertel von dem Leben abgezogen. Ja, komm her. Ja, halb. Ich muss ihn flankieren, sonst treffe ich dich, Steffen. Ja, der ist tot. So, zerlege ihn mal. Oh, den Kopf einer Boss-Kreatur beschaffen. Ah, das muss ich auch noch machen. Warte mal, oh nein, das habe ich vielleicht auch noch gekriegt. Stimmt, dann. Ich habe mit dem Fleischermesser drauf gehauen, deswegen. Ja. Okay, dann müssen wir noch eine Boss-Kreatur suchen. Okay. Na gut, die sind ja jetzt hier echt nicht stark. Also zumindest war der jetzt nicht stark. Also jetzt mache ich halt auch endlich mal Schaden. Ja, das sowieso. Gut, das kommt ja immer nochmal dazu bei dir. Wann kommt die Grenze an den Norden? Da oben ist ein Wolf. Naja, gut. Ein Lupus. Wolf kommt. Wo denn? Der kann schon viel aushalten. Ich sehe ihn, Wolf. Er ist zu nah. Komm her. Ja. Na komm. Komm, den knüppeln wir jetzt weg. Oh, meiner macht immer noch ein Salto nach hinten. Bei der Ausweichrolle. Das ist dann wahrscheinlich waffengebunden. Ich nehme den mal aus. Oh, da vorne ist noch ein Wolf. Das scheint zu sein. Oh. Okay. Den einen hast du gleich. Wenn ich ihn treffen würde? Ja. Jetzt. Oh, jetzt habe ich keine Ausdauer mehr. Das hat mich durchdrungen. Ach, ich blute auf. Okay. Ich muss mich kurz... Ich muss mir kurz das Bluten abgewöhnen. Oh, das ist doch gar nicht. Ich bin doch als erstes getroffen. Jetzt gehe ich mal so drauf. Der macht schon ordentlich Schaden. Oh, ich muss mein Schild auspacken. Okay. Jetzt fleischen wir ihn mal auf. Oh ja. Wildfleisch. 24 Wildfleisch. Naja, gut. Ja. Die Schutztürme. Ja gut, das Wildfleisch brauchen wir wirklich nicht. Aber nee, wir nehmen nur noch das Große. Ja. Oh, ich muss was essen. Mhm. Okay. Gärmittel habe ich bekommen. Was? Gärmittel. Pflanzenfaser habe ich nur bekommen. Oh, noch ein. Gehen wir auf die Wölfe, machen wir die oder? Och, ich glaube, wir können an dem vorbei. Die sind halt lästig, weil die nicht so viel Schaden bekommen. Ja, und... Ja. Ich muss schauen, ob ich irgendwie mein Gift, meine Pfeile noch vergiften kann oder so. Ja. Weil es gibt halt Giftpfeilhersteller. Ich weiß aber nicht, ob das ein eigener
Pfeil ist oder halt irgendwie ich meine normalen Pfeile vergiften kann. Ja. Übrigens, mir wird langsam kalt sogar. Oh ja, mir auch. Ich weiß halt nicht, ob... Es ist halt plus 5 auf Kälteresistenz. Ich weiß natürlich nicht... Also da stand halt... Nee, da stand nur Kälteresistenz, ja. Also eigentlich müsste das jetzt hoffentlich reichen. Kann auch einfach sein, dass es einfach etwas kühler ist jetzt. Es regnet, ja. Ja. Ein Elch? Ich renne gerade an allem vorbei, was geht. Ich greif mal den Elch an, vielleicht ist es nochmal eine Boss-Kreatur. Oh ja, das ist wieder eine Boss-Kreatur. Ah, muss ich erstmal den Wolf hier loswerden. Der mich verfolgt wie bekloppt. Boah, krieg ich wenig Schaden, krass. Und es wird dunkel, noch besser. Alter, der Wolf hat einfach rote Augen. Wie nice. Oh fuck. Ich sehe gar nichts, aber der Elch macht mir einfach keinen Schaden mehr. Aber es wird wieder heller. Wenn ich jetzt wüsste, wo du bist. Einfach hinter dir. Ja. Ah, ich sehe euch. Ich sehe deine Klinge nur. Ja, diese rote Schlitze, gell? Ja. Ich sehe halt auch gar nichts außer diesen Basen. Ah, der ist schon tot. Aber jetzt halt muss ich ihn ausnehmen für die Boss-Kreatur mäßig. Ja. Boah, jetzt wird's wieder heller. Es wird heller. Elchkönig-Kopf. Nice. Perfekt. Ich glaube, den können wir auch irgendwo mal aufhängen. Ja, also ein Elch. Boah, der hat 48 große Fleischbrocken gebracht. What the fuck? Oh, wir müssen eigentlich nach links. Wir sind jetzt gerade voll wo ganz anders hingelaufen. Ne, wir müssen hier lang. Da kommen wir sonst nicht rum. Wo? Da hinten sind nämlich die Berge. Wo? Ich bin links lang. Ich weiß ja nicht, links lang, okay. Ja, du läufst gerade auf mich zu hier, ja. Ich bin hier. Hallo. Hier wird's langsam nämlich endlich schneeig. Ah, da wird's weiß, ja. Endlich. Ne? Jo. Also die Elche zu killen rentiert sich auf jeden Fall. Für 48 Fleisch auf einmal, das sollten das wir mitnehmen. Doch. Ja, die Wölfe kommen. Geh weg, Wolf. Eben. Wo bist denn du? Ich bin einfach weitergelaufen. Ah, okay. Ich bin ein bisschen weiter nach rechts abgedriftet. Okay. So, jetzt müssen wir nach diesem dunklen Eis Ausschau halten. Boah, wo könnten sowas sein? Ich wollte vorhin noch nachschauen. Ich weiß auch gar nicht, nach was man suchen muss. Oh, mir ist kalt. Mir auch, aber ich glaube es... Oh, jetzt hänge ich schon wieder irgendwo? Sind hier wieder irgendwelche Bäume? Ja, hier sind überall Bäume. Ah, okay, bei mir wieder nicht. Ah, super. Ich würde eigentlich gern... Restarten? Ja. Wenn das geht, was ist das denn? Das ist alles Holz. Oh. Ach komm jetzt, du Wolf. Jetzt geht's mir auf den Sack, hey. Ja, gell, die lassen halt nie ab. Ja. Der hat mich auch über die halbe Karte vorhin verfolgt. Total unverhältnismäßig. Ich muss kurz ein bisschen Ausdauer nachtanken. Jetzt weg. Ich würde mal gerne restarten. Jo, mach das mal. Bin gleich wieder da. Alles klar. Ich schau dabei, wo es das Feuer gibt. Jo. So. Na komm, Steam. So. Aber du meinst das Dunkeleis, ne? Ach, Dunkeleis heißt es. Ja. Heißt es Dunkeleis oder Dunkeleisen? Ich habe verstanden Dunkeleis, aber vielleicht bin ich auch doof und es heißt Dunkeleis. Schwarzes Eis? Ah, schwarzes Eis, noch besser. Komm, Steam, geh. Wohl einen
großen Standort. Okay. Am größten Punkt befindet sich der Tempel des Frosts, in dem ihr zwar jede Menge Eis findet, aber auch Frostriesen, die euch das Leben schwer machen können. Na. Ja, klingt doch ganz vernünftig, oder? Ja, gut. Aber Frostriesen? Ja, komm, also bitte. Kannst du mich wieder einladen? Ja, und dann stehen wir wieder da und verlieren wie die letzten Kacknoobs, weißt du? Ja, aber wir müssen die Frostriesen schon mal ausprobieren. Du bist bei mir nicht online. Bei mir bin ich online. Ich guck nochmal. Bist du online? Du bist nicht online. Warum bin ich nicht online? Okay. Ich lade das jetzt Steam. Hängst du gerade? Steam hängt gerade. Okay. Okay. Steam gibt keine Rückmeldung. Alles klar. Ich hasse Steam. Warum? Warum wie kommt viel, wie viele Folgen haben wir jetzt eigentlich aufgenommen schon? Das kann ich drei, vier Tage. Das kann ich dir so spontan nicht beantworten. Ich tippe mal schon so auf 50. Jetzt warte mal. Ich kann das aber nachschauen, wenn Steam gehen würde. Okay, Programm schließen. Steam, Client reagiert nicht. Steam, du Noob. Spatz, darf ich ein bisschen aufmachen? Aber was machen wir das? Ich kann nämlich jetzt einfach auch in Steam auf die Spielzeit gucken bei mir. Ah, ja. Du hast ja mal noch eine Stunde länger aufgenommen. Also da rechnen wir einfach eine Stunde drauf, dann ist das ungefähr. Auf geht's, guck mal nach. Ich jetzt Bibliothek. Dann fehlt noch. Exiles. Oh! Ja. 25 Stunden Spielzeit. Also 26 Stunden. Okay. Du kannst mich jetzt wieder einladen. Okay, gucken wir mal. Bist du denn online? Ja. Bin ich. Ja, bist du. Ein Wunder. Sehr gut. Ja, das mit diesem Grafikbug ist echt seltsam. Vielleicht ja, kommt es durch dieses Teleportieren als Admin. Nee. Weil das hättest du davor schon auch gehabt. Stimmt. Genau. Das ist halt. Wie lange wirst du die Folgen machen? Halbe Stunde? 20 Minuten? Ja, so 20 Minuten bis halbe Stunde. Die erste ist ja immer ein bisschen länger. Ja. Ja gut, wenn wir bauen, das ist halt dann. Ja. Da kann man die Folgen schon länger machen. Das ist nicht so interessant, da passiert nicht so viel. Nee. Ja? Haben wir gut Content produziert am Wochenende. Oh, es ist nicht wenig gewesen. Du lädst noch, ne? Ja, ich bin noch in der Vorschau. Sehr gut. Aber du kannst ja schon weitergehen, ich komme über dir raus. Ja. Genau. Übrigens, der ist wirklich relativ weit im Norden. Im Nordwesten ist dieser Tempel des Frosts oben. Mhm. Und da ist die allergrößte... die allergrößte... Der allergrößte Quelle Hotspot? Schwarzeis. Okay. Oder Dunkeleis, weiß ich. Okay. Dann wissen wir auf jeden Fall Bescheid. Kann ich sowas hier machen? Oh. Nein. So, jetzt bin ich gleich wieder da. Sehr gut. Du stehst wahrscheinlich da hinten irgendwo auf. Ach, du bist nicht weitergegangen? Nicht viel. Mhm. Das sackt halt echt mit diesen Bäumen.
Ja. Bei mir war halt auch gar kein Baum mehr gestanden. Es war halt einfach irgendwie ab einem gewissen Punkt war halt nur noch eisige Tundra. Du wirst dich gleich wundern, wie schön bebaumt diese Region hier ist. Alter, krass, ja. Siehst du schon? Ich seh's schon, ja. Übel. Ja. Ah, da oben bist du. Hast du einfach ein Haus gebaut? So, vier Wände. Ja, ist so schön. Kann man sich ein kleines Lager machen. Ist halt noch nichts drin, aber... noch ein bisschen Grafik-Buggy ist es, aber... Okay, aber wir können weiter, ne? Ja, also wir müssen... Einfach, schätze ich mal, hier runter. Ja, straight in den Norden weiter. Okay, wow. Und zwar ein bisschen in den Nordwesten. Also auf jeden Fall, ein Haus haben wir und das ist immer gut. Ja, das kann man noch nicht als Lager bezeichnen, das wäre schon frech. Ja gut, also halt... Schnellportation. Aber wir müssen hier nochmal ein richtiges Lager irgendwann bauen. Ja, ja, aber das können wir mit Nico dann zusammen machen. Zum Beispiel. Also man kann ja immer nochmal so, wie soll ich sagen, so ein kleines Lager bauen erstmal, weißt du, wo man halt, ja, einfach sich, wenn man sich teleportieren muss, wir wissen ja nicht, wie viel Schwarz, Dunkel oder Schwarzeisen oder wie das heißt, Eis, wir tatsächlich brauchen. Ja, das ist aber schwierig. Weißt du, da würde ich lieber ein Haus haben in der Nähe. Okay. Ah, mir ist wieder kalt. Ja, du hast ja auch nichts an. Okay, gut. Das ist auch wieder wahr. Also, die Bergkette ist irgendwie not so cool. Wir müssen, glaube ich, links entlang. Ja? Um die Bergkette hochzukommen. Okay. Ja, das könnte sein. Ah, du bist da, okay. Du bist genau vor mir. Hm. Na? Ja, ein bisschen weiter noch. Okay. Wenig Population ist hier. Wenig Tiere. Viecher, ne? Auch, gell? Ja, sehr wenige. Oh, mir ist jetzt auch richtig kalt gerade hier beim im Spiel, also. Ich glaube, ich krieg Schaden, weil mir kalt ist. Oh ja, da, so kann das sein. Ein Feuer bauen mal, oder? Ja. Ich glaube, hier kommen wir aber wieder in eine weniger bewachsene Gegend. Ah, wir laufen einmal um den Berg rum, ich verstehe. Ja, hier vorne wird dir weniger kalt. Ha, okay. Ja, hier. Dann geht das wieder. Ja gut, aber jetzt müssen wir dann auf jeden Fall hoch in den Norden wieder. Ja. Das schaffen wir. Ich bin da voll überzeugt. Übrigens ist hier eine schöne Ruine. Muss man schon sagen. Wo kommen wir denn wieder hoch? Oh Gott. Monsterlag. Okay, geht wieder. Okay. Und da vorne ist ein Lager. Wo sind wir denn hier? Wenn ich jetzt wüsste, wo du bist, einfach nur. Ich bin einfach am Berg weiter entlang gelaufen. Warte mal. Ich sehe da Leute und ich hoffe nicht, dass die aggressiv sind. Doch, die sind aggressiv. Hallöchen. Ich habe keinen Blassen, wo du bist. Oh, die haben gute Waffen. Ah, oh, hier ist ein Boss. Wow. Der Boss, der zieht mir so viel ab. Ich würde ja doch echt gern helfen, aber ich... Einfach am Berg entlang laufen. Einfach um den Berg. Mach ich, aber ich bin ja echt schon weit gelaufen und du bist nie da. Ich bin bei einem Lagerfeuer in der Nähe. Wow. Nö. Der hat eine Truhe. Da klaue ich mir alles. Nein, ich bin tot! Ich hab und ich kann nicht im Bett spawnen. Ich habe den Hügel der Toten entdeckt.